Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem YouTube-Kanal. Heute möchte ich mal mit euch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. In ganz Deutschland gehen mittlerweile Jugendliche auf die Straße und kämpfen für Fridays for Future. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Aber nur alleine auf die Straße zu gehen, das bringt leider Gottes nichts, denn wir müssen alle etwas in unserem Haushalt, in unserem Verhalten und in unserem Alltag ändern, damit wir alle tatsächlich nachhaltiger leben können. Aus diesem Grund zeige ich euch heute meine Monatsfavoriten für den Monat Mai. Im Prinzip nutze ich diese Sachen schon wesentlich länger als nur diesen einen Monat. Trotzdem möchte ich dieses Thema Monatsfavoriten zum Anlass nehmen und euch so ein bisschen auf nachhaltigere Produkte stoßen, die ihr quasi einmal kauft und dann lange, lange nutzen könnt. Fangen wir gleich einmal mit dem ersten Teil an. Und zwar ist das hier so eine French Press. Wir nutzen eine French Press der Firma Bodum. Das ist keine Produktplatzierung. Die habe ich einfach nur im Angebot einmal gekauft, weil ich sie unbedingt haben wollte. Vor einiger Zeit haben wir unseren Kaffeevollautomaten quasi rausgeschmissen. Ich habe ihn verkauft, weil wir diesen Automaten nicht mehr nutzen wollten. Er ist die ganze Zeit gelaufen, hat die ganze Zeit Strom gezogen, Strom verbraucht. Dafür, dass eben diese Heizspiralen in der Maschine geheizt wurden und auch obendrauf ist so eine kleine Platte drauf gewesen, die entsprechend immer aufgeheizt werden musste. Und das konnte man auch nicht abstellen. Entsprechend hat der wirklich wesentlich zu viel Strom verbraucht. Gerade in einem Zwei-Personen-Haushalt ist das nicht wirklich nötig. Und wir haben uns dann entschieden, ihn zu verkaufen und haben uns eben entsprechend eine solche French Press gekauft. Das Tolle daran ist, dass der Kaffee, der nachher überbleibt, vollständig kompostierbar ist und einfach in den Biomüll geschmissen werden kann. Und so entsteht eben wirklich weniger Müll. Man nutzt keine Filtertüten. Für die Filtertüten werden zum Teil Bäume abgeholzt. Und das Nutzen von Filtertüten ist eben entsprechend auch nicht so nachhaltig, wie einfach nur den Kaffee zu nutzen und diesen dann über den Biomüll zu entsorgen. Das Machen des Kaffees geht wirklich sehr, sehr einfach. Ich verlinke euch hier oben hinter dem i mal den Vlog, in dem ich gezeigt habe, wie ich mit diesem Kaffeebereiter meinen Kaffee zubereite. Ich mag den Kaffee tatsächlich mittlerweile wesentlich lieber als den aus dem Kaffeevollautomaten und auch wesentlich lieber als den aus einem ganz normalen Filterkaffeemaschine. Der schmeckt mir nicht so gut wie eben der Kaffee aus dieser French Press. Nochmal zur Information, alle Produkte, die ich hier erwähne, verlinke ich euch unten in der Infobox. Die Links, die dahinter den Produkten stehen, das sind Amazon Affiliate Links. Mit den Links unterstützt ihr mich und diesen Kanal entsprechend. Aber das bedeutet nicht, dass das Produkt für euch beim Kauf teurer wird. Das nächste Produkt für Nachhaltigkeit in diesem Monatsfavoriten, das ich euch zeigen möchte, ist diese Trinkflasche. Mittlerweile habe ich immer eine Trinkflasche in meiner Tasche dabei. Was hier in der Schweiz wirklich super klasse ist, man findet überall und an jeder Ecke einen Brunnen, an dem man diese Flasche auffüllen kann. Es gibt hier so, so viele Trinkwasserbrunnen, die man nutzen kann und wo man eben sich etwas zu trinken abfüllen kann. Aber auch in Deutschland und auch in Österreich ist es möglich, sich solche Trinkflaschen auf Rastplätzen, an öffentlichen Toiletten und so weiter entsprechend aufzufüllen. Wir haben hier in unserer Region wirklich das große Glück, Trinkwasser aus dem Hahn zu bekommen, das wirklich super ist und eine sehr, sehr gute Qualität haben. Nutzt dieses Wasser, trinkt das Wasser, denn das ist das Einzige, was euer Körper tatsächlich immer braucht und immer brauchen wird. Ausreichend Flüssigkeitszufuhr, eben am besten durch Wasser zu erreichen und nicht durch irgendwelche gesüßten Getränke. Der Vorteil, wenn man so eine Trinkflasche in der Tasche hat, man muss unterwegs nicht immer diese blöden Plastikflaschen kaufen und muss nicht zu Getränken greifen, wo man eben das Plastik später wegschmeißen muss. Ja, in Deutschland ist es mittlerweile so weit, dass es Pfand auf diese Flaschen gibt. Und diese Flaschen entsprechend vernünftig entsorgt werden, beziehungsweise vernünftiger entsorgt werden, als es noch vor ein paar Jahren der Fall ist. Das ist ein kleines Manko, was mich tatsächlich an der Schweiz sehr stört. Hier gibt es kein Dosen- und kein Flaschenpfand. Die ganzen Flaschen und Dosen, die werden eben entsprechend einfach so in den Müll geschmissen. Ja, es gibt Flaschenpfand, also es gibt einige Flaschen, die mit Pfand belegt sind, aber das ist nicht die Regel, denn auch Glasflaschen, die man hier teilweise kaufen kann, sind zum größten Teil Wegwerfartikel.
Leider Gottes. Gerade jetzt im Sommer kommt man natürlich auch ganz oft in die Verlegenheit, mal etwas anderes trinken zu wollen als normales Wasser. Ich denke da im größten Teil so an selbstgemachte Eistees und gerade diese Eiswürfel da drin sind etwas, die mich mega stören, denn wenn ich einfach so dieses Getränk ansetze und trinke, dann mag ich das nicht so gerne, wenn diese Eiswürfel dann irgendwann mir quasi ins Gesicht fallen. Und deswegen nutze ich mega gerne Trinkhalme, also Strohhalme. Und da ich auf diese Plastikstrohhalme verzichten möchte, habe ich mir vor einiger Zeit Alu-Strohhalme gekauft. Die Alu-Strohhalme, ich halte die mal in die Kamera, jetzt kann man es auch erkennen. Die Alu-Strohhalme gibt es entsprechend in gerade oder eben gebogen. Das ist ja auch so ein bisschen Geschmackssache. Ich hatte in der Version, die ich jetzt gekauft habe, eben beide Varianten drin. Drei gebogene und drei gerade. Zusätzlich zu den Strohhalmen habe ich noch eine so kleine Bürste dabei gehabt, um die Strohhalme entsprechend sauber zu machen. Alle Strohhalme und auch die Bürste können entsprechend in die Geschirrspülmaschine gepackt werden oder auch von Hand abgewaschen werden. Je nachdem, wie ihr entsprechend euren Abwasch macht, könnt ihr das super reinigen und wieder verwenden. So könnt ihr definitiv auf diese Plastikhalme verzichten, die sehr, sehr schlecht sind für die Umwelt. Ich habe schon diverse Bilder gesehen von Schildkröten, die mit so einem Strohhalm in der Nase durch die Gegend geschwommen sind und daran gestorben sind, weil sie sich selber diesen Strohhalm eben nicht entfernen können, sich alles entzündet hat. Und das ist eben nicht so schön. Also wirklich ein ganz, ganz großer Tipp. Kauft euch diese Strohhalme. Und wenn ihr kein Metall mögt, es gibt Leute, die mögen das nicht so gerne, Metall im Mund zu haben, beziehungsweise aus Metallhalmen zu trinken. Es gibt solche wiederverwendbaren Halme auch aus Glas. Mein nächster Nachhaltigkeitsfavorit in diesem Monat sind diese lustigen Säckchen. Und zwar gibt es sie mittlerweile in fast allen Supermärkten zu kaufen. Das sind Gemüse- oder Obstsäckchen, mit denen ihr losdackeln könnt und euch im Geschäft eben euer Obst und Gemüse kaufen könnt. Und die sind wirklich, wirklich toll. Ihr verzichtet auf diesen blöden Plastikbeutel, wo ihr die Äpfel oder die Birnen oder was auch immer reinpackt und könnt diesen Beutel nutzen und waschen und wiederverwenden und immer und immer und immer wieder nutzen. Es gibt sie wirklich mittlerweile überall zu kaufen. Ja, eventuell ist dieses Säckchen ein bisschen schwerer als das Plastiksäckchen. Aber ganz ehrlich, handelt es sich hierbei vielleicht um 1 oder 2 Gramm oder wie auch immer. Das macht sich bei einem Einkauf von 1 Kilo Äpfel nicht wirklich bemerkbar. Und deswegen rate ich dazu, wirklich solche Säckchen zu kaufen. Ihr könnt damit eine Menge Plastikmüll sparen und habt etwas, das ihr immer wieder verwenden könnt. Sie sind waschbar, sie sind wiederverwendbar. Sie sind einfach toll und man sollte viel mehr davon haben und definitiv auch viel mehr davon nutzen. Und mein letzter Nachhaltigkeitsprodukt-Tipp oder Monatsfavorit oder wie auch immer sind diese wieder waschbaren und wieder nutzbaren Putztücher. Ich habe hier im Haushalt ganz, ganz viel dafür gekämpft, dass wir eben diese Tücher nutzen, die wir am Ende der Woche oder je nachdem in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen in die Waschmaschine schmeißen können. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Anfangs hatten wir immer diese lustigen Schwammtücher, kennt ihr bestimmt, die, ja, ich weiß nicht, wie groß die sind, irgendwie so 20 mal 20 Zentimeter. Die man dann nutzt und irgendwann wegschmeißt. Und das ist echt Müll produzieren ohne Ende. Und deswegen habe ich dafür gekämpft, dass wir eben Tücher nutzen, die man waschen kann. Ich tausche die alle 2, 3 Tage aus und stecke sie dann einmal die Woche, wenn wir Waschtag haben, entsprechend in die Waschmaschine. Und man kann die super auf 60 Grad waschen, in den Trockner schmeißen und anschließend wiederverwenden. Durch das Mikrofasertuch kann man damit wirklich mega gut reinigen. Ich kann damit auch super unsere Edelstahlspüle sauber machen. Und das ist wesentlich besser als diese ganzen Schwämme, Schwammtücher oder Putzlappen, die man entsprechend ein paar Mal nutzt und anschließend in den Müll schmeißt. Das sind meine Produkte zum Thema Nachhaltigkeit für den Monatsfavoriten-Tag-Monat Mai. Und ich würde mich megamäßig darüber freuen, wenn du hier unten in die Kommentare mal deine liebsten Produkte zum Thema Nachhaltigkeit reinschreibst. Vielleicht kann ich mich damit noch ein bisschen von dir inspirieren lassen und vielleicht auch einige andere Sachen in meinem Haushalt entsprechend austauschen und auch meinen Haushalt ein bisschen nachhaltiger gestalten. Ja, so sollten wir uns eben alle ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, was Nachhaltigkeit ist und was wir in unserem Alltag, in unserem Haushalt und in unserem Leben entsprechend ändern können, um ein bisschen nachhaltiger zu leben und die Welt
ein bisschen besser zu machen. Ich würde mich riesig über einen Daumen hoch freuen und natürlich über ein Abo hier unten. Und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen, nachhaltigen Tag. Tschüss!